Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir seht ihr die neue Siemens EQ 500. In vergangenen Videos habe ich euch den Kaffeevollautomaten ja schon ausführlich vorgestellt. Wir haben Flat White, Espresso Macchiato zubereitet, wir haben uns mit der Reinigung beschäftigt und heute kommen wir noch zu einem Thema, was ich durchaus auch wichtig finde, und zwar das Thema Wasserfilter. Wasserfilter sind immer ein recht kontroverses Thema bei Kaffeevollautomaten, denn sie kosten Geld und man muss sie eben alle 2 Monate erneuern oder sollte es zumindest tun. Ich persönlich empfehle trotzdem immer jedem Wasserfilter zu nutzen, ganz einfach deshalb, weil ihr weniger Kalkablagerung in euren Kaffeevollautomaten bekommt, sprich ihr müsst nicht so häufig entkalken und außerdem filtert der Wasserfilter eben auch Schmutzpartikel und das finde ich eigentlich schon eine sehr lohnende Investition. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man bei der EQ 500 den Wasserfilter einsetzt. Wir starten damit, dass ich den in ein Wasserglas getan habe, wie ihr seht. Und zwar müsst ihr den einmal hier untertauchen, sodass quasi die komplette Luft entweicht. Und dann gehen wir im nächsten Schritt ins Menü der Maschine. Über das Coffee Select Display wählen wir hier jetzt eben Menü und ihr seht hier schon den Unterpunkt Wasserfilter. Okay? Und wie ihr seht, es ist noch kein Wasserfilter eingesetzt und deshalb sagen wir jetzt neuer Wasserfilter. Jetzt werdet ihr hier durchs Programm geführt. Wassertank spülen und füllen. Das werde ich jetzt im Hintergrund mal kurz machen. Das müssen wir dann jetzt noch einmal bestätigen. Jetzt gilt es, ein 1-Liter-Gefäß unter den Auslauf zu stellen. Bei der Gelegenheit setze ich dann auch gleich den Wasserfilter ein. Den müsst ihr einfach reindrücken, bis er einrastet. Dann bestätige ich das Ganze jetzt. Und der Spülvorgang beginnt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein Glas drunter gestellt, was 1/2 Liter fasst, was ganz einfach daran liegt, dass ich gerade nichts zur Hand habe, wo 1 Liter reinpasst. Aber hier müsst ihr jetzt einfach nur schauen, dass es eben nicht überläuft und gegebenenfalls tauschen. Und da wird jetzt der Wasserfilter eben einmal komplett durchgespült. Das war's auch schon. Kurze Zeit später ist jetzt alles durchgelaufen. Der Wasserfilter ist gespült und die Maschine wieder einsatzbereit. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ihr den Milchtank entfernen solltet, wenn ihr den Wasserfilter wechselt oder das erste Mal einsetzt. Und wenn ihr längere Zeit weg seid, zum Beispiel im Urlaub, bereitet einfach zunächst heißes Wasser zu mit dem Kaffeevollautomaten, einfach damit der Wasserfilter einmal durchgespült wird. Damit wäre dann auch schon alles zum Thema Wasserfilter gesagt. Wie erwähnt, es ist kein Muss, aber ich würde es auf jeden Fall reinmachen, denn letztendlich das Geld, was ihr mit dem Wasserfilter spart, braucht ihr dann wieder für die Entkalkungstabletten. Im Endeffekt tut ihr euch damit also keinen Gefallen. Solltet ihr jetzt dennoch noch irgendwelche Fragen zu dem Thema haben, dann einfach ab damit in die Kommentare.